Okay, so continuing the satsang here on the 3rd of March 2013, waiting for Rudiger to connect now with me. Rudiger, you please call me. We were now in the middle of... Okay, Siddharth Mahapagam, so there you are. Okay. We are in the in intention maker, and so now we come to the... A new heading called Parmanus. There is some feedback on the chat. Yes. Not sure whether you read it. Andrea, for example, wrote. Hang on, where is it? Sometimes so still going to. Yeah. So we don't need. She wrote, Andrea from Malch. So we don't need to clarify the Bawako. We just have to find. Oops. Sorry. Andreas, Prakriti sometimes... Oh, I see. How we can continue to stay behind the plastic wall. What means to stay in the pure, in the awareness of the pure soul? Yes. Yes. Yeah, I think you have identified it correctly. And the awareness of the pure soul is helped tremendously by any one of these five agnas of our Gnani Purush. Five agnas. Let me just translate the question into German for those who... Yes, please. Also die Frage von Andrea war, sie meint, wir müssen nicht weiter klären, was Bawako bedeutet. Es geht eher darum, herauszufinden, wie wir hinter der Plastikwand, hinter der Glaswand, das heißt im Gewahrsein der reinen Seele bleiben können. Und Schudders Antwort war, also was auf jeden Fall hilft, was sehr stark hilft und unterstützend wirkt, ist natürlich die, sind die fünf Agna. Mhm. And Susanne was trying to ask Andrea to clarify this somewhat, and she says Andrea's Prakriti sometimes still is going into the trap. There must be something to change to improve the Prakriti, and we'll take that up. You just let's answer that, translate that one at 317 of Andrea. Und Andrea hat, oder Susanne hat gefragt, das weiter zu klären, noch zu präzisieren. Und Andrea hat geschrieben, Andreas Prakriti, also ihr relativer Ausdruck, ist manchmal so, dass sie in die Falle geht, dass es immer noch irgendwas gibt, dass es immer noch was zu verändern gibt oder es darum geht, das Prakriti, den relativen Anteil, den relativen Ausdruck zu verbessern. And Andrea, my dear, this Andrea, we understand from what we have just learned in satsang with our Gnani Purush Dadashri today, that it is really Andrea that is getting colored, not you. Y capital. You can never be painted or colored by anything. It only feels as if Andrea is getting colored. That's about it. Und was wir heute gelernt haben im Satsang, ist, dass egal was passiert, Andrea oder du kannst nicht gefärbt werden oder ja, von diesen Farben eigentlich beeinträchtigt werden. Manchmal fühlt es sich tatsächlich so an, aber du kannst nicht gefärbt werden. And she quickly, it is her awareness, the awareness of the Shuddhatma Bhagavan within Andrea, which came into it at 317 again, saying, yes, there is nothing to change. She was saying something to change, and then immediately says, improve the Prakriti. Oh, no, I agree, nothing to change. Nothing to change. Und es ist das Gewahrsein also das Gewahrsein der reinen Seele, das gleich darauf von Andrea jetzt reingekommen ist. Ja, es gibt wirklich nichts zu verändern. Wunderbar. And you see, this is habit. Force of habit of countless previous lifetimes where
you and I and Rhea and all of us have been in the habit of changing. And the new, this life, we have, we're just come into the habit of remaining the knower and the seer. Und es ist eigentlich die Kraft oder die Macht von Gewohnheiten. Es ist die Gewohnheit von unzähligen Leben, wo wir immer versucht haben, tatsächlich was zu verändern, was zu verbessern. Und erst jetzt in diesem Leben werden wir allmählich vertraut mit der Gewohnheit als Sehender oder Wissender, die Position des Sehenden Wissenden einzunehmen und in der zu verbleiben. Jetzt, in fact, going into the trap, and the trap has also been described, if the trap is pleasant, if the trap is pleasant, it takes a long time to come back into the awareness, as opposed to when the trap is painful and unpleasant. Und was hier steht oder was du gesagt hast bezüglich in die Falle zu gehen oder in die Falle zu treten, es ist viel schwieriger aus der Falle rauszukommen, wenn die Falle angenehm ist, wenn sie sich angenehm anfühlt, im Gegenzug zu wenn sie schmerzhaft ist. Wenn sie schmerzhaft ist, sind wir automatisch leichter draußen. The prakruti means that which has been formed. And that which has been formed, will it take its own course in this ocean of this universe, and you have separated from it just like a spacecraft separates from its boosters. You see, just throw it away in the atmosphere, go on further. Und Prakruti bedeutet das, was geformt wurde früher. Und es ist das, was seinen eigenen Kurs aufnimmt im Universum. Und du löst dich davon, so wie ein Raumschiff sich von den Treiberraketen loslöst, die abwirft in die Atmosphäre und den eigenen Weg durchs Universum schlägt. Alright, so we go further with, deeper with, in the satsang with Dada, and coming back to the intention maker. Gehen zurück zum Text, den wir besprochen haben. And we are now at the somewhere, questioner says, Dada, there has to be a link between Parmanu and Bhav, no? What a magnificent question. What is the difference between this Bhav? What is the link between Parmanu, subatomic particles, and Bhav, which is the view, intent, and outlook? And Dada, she says, yes, it is all there. Parmanus or subatomic particles become organized and arranged based on bhav. This man does the bhav, I want to donate money, and that other man does the bhav, I want to donate money. Both two men decide to donate money, then the parmanus of both will get organized, but yet they will be different. Both have done the same bhav, but and they are both getting organized, but they both will be arranged different, in a different way. Mhm. Also wir sind jetzt bei der nächsten Überschrift. Entsprechend der Absicht werden die subatomaren Teilchen geordnet. Wir fragen gesagt,
irgendwo muss es doch eine Verbindung zwischen diesen subatomaren Teilchen und der Absicht geben, oder nicht? Schutter sagt, das ist eine wunderbare Frage. Dada Shri antwortet, ja, es ist alles da. Subatomare Teilchen werden angeordnet und organisiert, auf Grundlage der Absicht. Dieser eine Mann gibt die Absicht, ich möchte Geld spenden, und ein anderer Mann gibt auch die Absicht, ich möchte Geld spenden. Und beide subatomaren Teilchen werden entsprechend angeordnet, aber sie werden unterschiedlich. Sie werden auf eine unterschiedliche Art sein. And the questioner says, yes, that is true, the vows are different based on each one's account. And yes, as she says, everything comes in it, the vow. What form, what different types of form, what is the intent, all that has to be seen. It is different for both these people. And the questioner says, it is different for everyone, but main thing is that they are Parmanus, are they not? Adarshi says, yes, Parmanus come together, nothing else. It is verily the result of bhav. Vyavasthit, now Dada uses it. It is verily the result of bhav. The result of bhav is Vyavasthit. I'll stop there. The result of bhav is Vyavasthit. Mm-hmm. Der Fragende sagt, ja, das ist wahr, die Absichten, dass die Absichten unterschiedlich sind, basierend auf dem Konto, auf dem karmischen Konto des Einzelnen. Alles passt da rein in die Absicht. Welche Form, welche unterschiedlichen Arten der Form, was Absicht ist, all das ist, alles muss gesehen werden. Für beide Menschen, also die in dem oberen Beispiel, ist es unterschiedlich. Und der Fragende sagt, ist es für jeden Menschen, für jeden Einzelnen ist es unterschiedlich. Aber das Wichtigste ist, dass die subatomaren Teilchen, dass es subatomare Teilchen sind, die da am Wirken sind, oder nicht? Und da schrieb er, ja, subatomare Teilchen kommen zusammen, nicht, also sonst nicht anders passiert. Aber es ist wahrlich das Ergebnis der Absicht. And the questioner says, Zustände, ja, was ist? Yeah. And the Vyavasthit is the result of Bhav. And the question, ist das Ergebnis von Bhav. And questioner says, yes, Dada, the main effect is of Bhav. And Dada Shri says, Parmanu is very similar to, akin to a toy that arises in the middle. Parmanus become according to what the Bhav is. Questioner, so what does toy of Parmanu mean? Then Dada Shri says, this body has arisen from these Parmanus. That happened from the bhav, did it not? This body is formed according to the bhav, has it not? Dada is taking us at the most subtle level behind the causation of this body of ours. This body is formed according to the bhav, has it not? Is it not? The Fragende sagt, ja, die Hauptursache ist durch die Absicht. Subatomare Teilchen sind wie ein Spielzeug, das in der Mitte entsteht. Der Absicht entsprechend gestalten sich, ordnen sich die subatomaren Teilchen an. Fragende fragt, was bedeutet also Spielzeug von subatomaren Teilchen? Also schrieb sagt, dieser Körper ist aus diesem Parmanus entstanden. Das geschah aus der Absicht, oder nicht? Dieser Körper ist entsprechend der Absicht gestaltet, wahr? And questioner then asks, yes, but are those Parmanus gross or visible or sthula, or are they subtle
invisible or sukshma, and Dadashri says Parmanus are subtle, but what is seen is gross. They are rupi Parmanus, in other words, they have form, so that they aggregate, so when as they come together or as they aggregate, they become sthula or visible. The original Parmanus are subtle. Mhm. Wir fragen gefragt, sind diese subatomaren Teilchen, sind die grob, also sichtbar, oder sind die subtil, unsichtbar, fein? Dadashri sagt, subatomare Teilchen sind subtil, aber das, was gesehen wird, ist grob. Sie sind rupi, also sie haben Form, so wie sie sich ansammeln. Also einen Aggregatzustand bilden. So werden die dann grob. Diese ursprünglichen Parmanus, die ursprünglichen subatomaren Teilchen sind subtil. Okay, and is the Bhav stool? That is Bhav stool or gross, or is it sukshma sukshma? There is an error there. Is sukshma means subtle, okay? Is the Bhav stool or is it sukshma, subtle? And Dadashri replies, Bhav is sukshma and the Parmanus it attracts. So there's a Bhav there. And depending on the Bhav, the Parmanus are attracted and they are also subtle. Then Parmanus later on becomes sthul or visible or gross. Then the whole body takes form and becomes visible. Questioner, these Parmanus are sukshma, even Bhav is sukshma, they are equally sukshma or subtle, but do they become sthul by coming together? And Dadashri says, no. Then the questioner says, then what? Dadashri says, only those Parmanus that are attracted by Bhav become sukshma. No other Parmanus, then other Parmanus come together and they become sthul, and then they become a form or a murti. Alright? I'll let you, that is going step by step, very methodically. Okay, wir waren vorher bei, sind die so subatomaren Teilchen grob oder subtil? Und jetzt fragt der Fragende, und ist die Absicht auch, ist sie grob oder also sichtbar oder subtil? Mhm. Und da das Schrift sagt wieder, Absicht ist auch subtil. Subatomare Teilchen, die Absicht anzieht, sind ebenso subtil. Also es ist so, dass die Absicht die subatomaren Teilchen anzieht. Und dann werden Parmanus grob oder physisch körperlich. Dann nimmt der ganze Körper Form an und wird sichtbar. Das fragende Fall, diese subatomaren Teilchen sind subtil, Absicht ist ebenso subtil. Sie sind im gleichen Maße subtil. Aber sie werden grob physisch, wenn sie zusammenkommen? Und Dadashri sagt, nein. Frank sagt, was dann? Dadashri antwortet, nur jene subatomaren Teilchen werden subtil, die von der Absicht angezogen werden. Andere subatomare Teilchen kommen dann zusammen und so werden sie zur physischen Form, so werden sie grob physisch und sie werden zu einer Form. And this is very interesting. You see, Parmanus are attracted by Bhav. There are many other subatomic particles, but it is the Bhav, the intent, outlook and view that attracts Parmanus, and they are the ones that become sukshma. So this, and then from there it becomes gross, and then it becomes a visible body or a form or a murti or an idol, whatever. Now the questioner says, es gibt verschiedene Arten von subatomaren Teilchen, also jetzt nochmal zusammengefasst, und nur diejenigen, die von der Absicht angezogen oder erzeugt wurden, die bilden nachher die eigentliche Form. Also es ist eigentlich die Absicht, die Form später erschafft oder bildet. Okay, now. And then you see, in that same question,
that what with this sentence that we just read, Dada has just given much more information. He says, the vow, there is a vow, it attracts parmanus. Then other parmanus, subatomic particles come together, and so it becomes gross or sthul, visible, murti, like a form. So then the questioner says, which are these other parmanus? Because you talked about those parmanus that got attracted by the intention or the vow. But then what are these other parmanus? Then Dadashri says, whatever is the desire, you see, because now later on the desire comes in. Whatever is in that bhav that manifests on the sthul, that manifests into the visible or the sthul on the outside. And then a living body is formed based on the bhav. So everything rests on the bhav. So first is the view intent and the outlook, and later on the desire, you see, and then the visible body, you see. Also wir hatten jetzt diese subatomaren Teilchen, die von der Absicht angezogen wurden und eben noch andere. Und eine Frage gefragt, also was sind das für andere Teilchen? Also welche anderen Teilchen kommen da noch zusammen? Und der Dadashri sagt, was immer der Wunsch ist, also nach dieser Absicht entsteht dann der Wunsch, das Verlangen, das kommt dann nochmal dazu. Was immer der Wunsch oder das Verlangen ist, was immer in der Absicht ist, das manifestiert sich im grobisch-physischen im Außen. Auf der Absicht basierend entsteht ein lebendiger Körper, also wird er geformt. And here also let us understand now, see commonly when Gujaratis, we Indians talk to each other, we will say, it is my bhav. It's regardless of whether they have the Jnanvidhi or not, they will still say, it is my bhav, it is my intention, it is my bhav, it is my feelings that you come to my home for dinner. Okay? Now Dadashri says, this has got nothing to do with the bhav that we are discussing. You see? Bhav, see, we all just saw, is so subtle that in the last life, it attracts subatomic particles. That is the power that I was talking about. And this desire, you come to my home, please come to my home, is a discharging thing. It also is made up of subatomic particles, but it is at a much gross level. Also in Gujarati, in der Sprache oder im Alltag benutzen die Menschen oft dieses Wort Bhav. Und ob sie jetzt das Jnanvidhi genommen haben oder nicht. Also man sagt zum Beispiel, es ist mein Bhav, es ist mein Wunsch, dass du zu mir zum Mittagessen kommst. Das ist, dieses Wort Bhav wird ganz oft verwendet. Und Dadashri macht da aber eine feine Unterscheidung. Es gibt diesen Bhav, der im letzten Leben die subatomaren Teilchen so angezogen hat, um diese Form des jetzigen Lebens zu erschaffen. Und dieses alltägliche, dieser alltägliche Gebrauch von Bhav und Gujarati hat eigentlich nichts damit zu tun, weil der Wunsch, dass du zu mir zum Mittagessen kommst, ist lediglich ein sich entladendes Karma, ein Ausdruck. Da ist nicht viel dahinter. So you see, at that level we have Bhav, Abhav, or feelings, no feelings. I feel like doing it, I don't feel like doing it. That is at a gross level. It is at a subtle, that is considered subtle, but subtle means if you are aware of it, it is still subtle. It is not it. And this Parmanu's Bhav is at the subtlest, very subtle level. So there are difference between Bhavs. Es gibt dieses Bau, dieses einfach das Gefühl oder ich habe nicht das Gefühl oder ich mag das nicht irgendwie, dass du zu mir zum Essen kommst. Das ist eine sehr grobe Ebene. Und dieses Bau, diese Absicht, von der wir sprechen, die auch Wirkungen erzeugt wieder,
Da können wir uns inzwischen gewahr darüber sein. Das ist aber im Gegensatz eine sehr feine, sehr subtile Art schon. Und diese subatomaren Teilchen, die angezogen werden und sich dann wieder entladen, das ist die subtilste Ebene, auf der wir die sehen können. Yeah, you see, Dada in his Gnanavidhi says the mind is stool or gross, and I am subtle. We recite this in our Charanavidhi too. You know, I am subtle. The mind, speech, and body are gross, and I am subtle. And so, but people will say, how can the mind be gross? But you see, the mind is visible to us. Visible not with these eyes, but we can see what's going on in the mind. And therefore it is at a gross level as compared to these subatomic particle effects that we are talking about. Also im Gnanavidhi und auch im Charanavidhi rezitieren wir ich bin subtil, also die reine Seele oder dieser ewigliche Anteil ist subtil und der Verstand Verstand und Körper sind grob. Und da ist die Frage, wie kann der Verstand grob sein, ist dann oft die Frage. Wir können ihn zwar nicht sehen mit unseren physischen Augen, aber wir können sehr wohl innerlich sehen, was gerade im Verstand einfach abläuft. Er ist sozusagen dann doch recht grob, weil wir sehr wohl beobachten können, was im Verstand passiert. Deswegen ist grob. So then questioner asked Dada, is this body a collection of Parmanus, subatomic particles? Dada Shri says, it is a collection of Parmanus and it is in the form of a body. And therefore this body is Rupi. Rupi means with form. A Rupi means no form. You know, the Atma is a Rupi and the body is Rupi with form. With form. Also gefragt ist, dieser Körper eine Ansammlung von subatomaren Teilchen? Und da schrieb er, ja, es ist eine Ansammlung von subatomaren Teilchen. Und es ist in der Gestalt eines Körpers. Und dieser Körper hat eine Form, Rupi. Und Rupi, also das Gegenteil, wäre dann das Formlose, ich bin formlos, rezitieren wir auch wieder. The questioner is asking, whatever is in this world of ours, which is in the collection of Parmanus, is it how the various shapes are formed? And Dada Shri replies, yes, all shapes are formed, that's all. This is Dada Shri's answer, all shapes are formed. Nothing new is happening. They are already formed. That is all. Questioner, but do all the Parmanus become separate and then they become separate again and then they come together again? And Dada Shri is answering. He says, that is, Dada Shri say, that is the Panchgad. I laugh because it's an interesting word. In Gujarati conversation we say, why are you doing unnecessary bhanjgad? Why are you, bhanjgad means to break and to make, break make. Why are you breaking, making? You break something and then you make it again, and you break it with something and you make it again. And in the same way, we break this body and we make it again. Having entered this body, we break it and then we make another body. breaking. That is the destruction construction. Behind you, good. Okay. Sprachen gesagt, was immer in dieser Welt ist, ist eine Ansammlung von subatomaren Teilchen. Und ist es also auf diese Art, also ist es so, dass auf diese Art die ganzen Gebilde gestaltet werden? Und dann hat Shri gesagt, ja, all diese Formen sind so gestaltet, das ist alles. Aber, Francis sagt, aber werden all diese subatomaren Teilchen getrennt und kommen dann wieder zusammen? Also
lösen sich auf, kommen wieder zusammen, lösen sich auf. Und dann schrieb er, ja, das ist tatsächlich die Zerstörung und der Aufbau dieser Prozess. Und Schuder musste ein bisschen schmunzeln, weil also es wohl so eine geläufige Redewendung ist, Banjgard in Gujarati, dass dann jemand sagt, hey, warum machst du und du machst es wieder kaputt, und das ist, was Dadashree eigentlich auf die Ebene bringt, was wir Leben für Leben mit unserem Körper machen. Wir erschaffen und wir zerstören wieder. And the question is, as Parmanus will become dissipated, or will dissipate, become should not be there when the body dies, will they not, Dada? Dadashree says, then the Parmanus fly away. When we burn the body, the Parmanus fly away. They revert to what they were before. The main element, Atma Tattva, does not increase or decrease. We may know that so much destruction or destruction has occurred, but nothing gets destroyed. There is nothing after that. We feel as if so much destruction has occurred, but there is nothing really gets destroyed. It's the subatomic particles, they fly away. There is nothing after that. Also, da fragen wir, werden die subatomaren Teilchen sich auflösen, wenn der Körper stirbt oder nicht? Und da schrieb er, also wenn der Körper stirbt, dann verfliegen die subatomaren Teilchen. Wenn wir den Körper verbrennen, verfliegen sie, dann fliegen sie davon. Sie fallen, sie kehren zu dem zurück, was sie vorher waren. Das Hauptelement oder die Seele eigentlich vermehrt oder vermindert sich nicht. Wir mögen wissen, dass so viel Zerstörung aufgetreten ist, aber nichts wird eigentlich zerstört. Also auf der wahren Ebene ist eigentlich nichts zerstört. Es gibt danach nichts. Questioner, say man dies today and he is going to be born again. Do his Parmanus only go along with the pure soul or Shuddhatma Bhagavan? His Parmanus only. And the other she says, no, Parmanus of the sthul or the gross body do not go along with the pure soul. The gross Parmanus of the body do not go with the pure soul. Questioner, so then how does his new birth take place, Dada? Dadashree says, they are the causes Parmanus that go within, the causes Parmanus or the causal Parmanus, subatomic particles that go with the pure soul into the next life. Now doing Rag and Bhav are joined together. Doing Rag Bhav, which is the spectrum of attraction, slight attraction to total attachment. This is the spectrum. Can't do without you, can't live without you, him or her. Rag Bhav. Oh, this is the doing Rag Bhav. This is now the word doing. Because when I am Rudiger, I am Suzanne, I am Andrea, there is the quote unquote doing of the Rag Bhav, pulls in subatomic particles, Parmanus, and a plating, like gold plating, silver plating of Rag is the result on the pure soul. And when one does Dvesh, opposite of Rag, Parmanus get pulled and become gilded or coated with Dvesh. The anger and abhorrence and pride, Dvesh Parmanus, these plated Parmanus then go with the self as capital. This activity continues in the Agnan state. This cycle after cycle after cycle continues in the Agnan state. Mm-hmm. Dadashree is
nee, Quatsch, was immer. Fragen gefragt, nehmen wir an, ein Mann stirbt heute und er wird wiedergeboren, gehen seine subatomaren in seine subatomaren Teilchen mit der reinen Seele mit und gehen die damit weiter? Da der Schrie sagt, nein, subatomare Teile vom groben physischen Körper gehen nicht mit der reinen Seele weiter. Fragen gefallen, wie spielt sich dann eine neue Geburt ab? Moment. Und der Dada Shri antwortet, es sind die ursächlichen subatomaren Teile, die mit der reinen Seele, die mit ihr gehen. Also wenn man die Absicht oder dieses Gefühl der Anziehung bis hin zu richtiger Anhaftung macht, und betonen liegt hier auch das Machen, wer das macht, der zieht die subatomaren Teilchen an und es ist wie dann so ein Überzug von Anhaftung über diese subatomaren Teilchen als Ergebnis. Und wenn man Abscheu macht wieder, dann werden diese subatomaren Teilchen angezogen und die werden überzogen mit eben dieser Abscheu. Diese überzogenen oder diese beschichteten Parmanus-Teilchen, die gehen dann mit der reinen Seele. Und diese Aktivität setzt sich im unwissenden Zustand immer weiter fort. Der Zyklus, also der Kreislauf, setzt sich immer weiter fort. It's so interesting here. Now it starts. We start getting a picture of what really happens with Bhav, and how these kashayas become so important in the perpetuation of life after life after life. In the overall scheme of things, the Bhanjgarh, which we just discussed, that this the breaking, the making, the breaking, the making. Also jetzt bekommen wir ein Bild davon, was diese innere Absicht oder diese innere Sichtweise wirklich für eine Auswirkung hat in der Fortführung von diesem immerwährenden Zyklus von Geburt und Tod und Geburt und Tod oder was wir auch beschrieben haben, Zerstörung und Erschaffung, Neuerschaffung, Zerstörung, Machen, Zerstören, Machen, Zerstören. Alles basiert auf diesen Sichtweisen, auf dieser Absicht. And this is also important because what we see is that the gross Parmanus, the Sthul Parmanus, the Parmanus of desire and denial, Parmanus of that are there in the mind, and even the grosser Parmanus of the body, that this body complex is filled with, that we can see all of these, even these gross Parmanus, they are left here, they give their results in this life, and when the body is buried or burned, they are done, they become pure again, they go back into the atmosphere, they go back into the world. Whereas this new set of Parmanus, this plated Parmanus, this Rag and Dvish Bhav Parmanus, they get so plated, it's like gold plating, that when the soul moves into the next, wherever it goes, it carries with it those plated Parmanus, you see. Also wir sehen jetzt hier auch den Unterschied zwischen diesen groben Teilchen,
die in Ladungsprozess sind von unserem, in unserem Verstand, in der Form unseres Körpers, wenn beim Tod, wenn wir den Körper dann verbrennen, dann fliegen oder dann vergehen diese groben Teilchen. Die kehren zurück in ihren ursprünglichen reinen Zustand. Alles, was unsere Gedanken, unsere Form und unser Körper vorher ausgemacht hat. Während diese ganz subtilen, feinen Teilchen, die wir vorher angezogen haben durch unsere Anhaftung oder unsere Abscheu, die sind sozusagen jetzt überzogen mit diesen Sichtweisen. Und das sind die mitgehen mit der Seele in wo immer die nächste Geburt hingeht. So, I again, this is, it's, they say it is good to stop when things get very interesting. This is just the beginning of the scene, really. But when we see, when we feel a little bit of anger within us, then we know that these are the plated Parmanus, the plated Parmanus of last life that are now giving their effect. But we are on the other side, we have a glass wall, we have a perfectly solid steel glass wall, so we see them coming and yet they do not color us. So they do not color us. They do not color us. Also, wir müssen jetzt leider aufhören, so langsam, wenn es jetzt richtig interessant wird. Jetzt dieser Aspekt, wenn wir ein bisschen, sagen wir mal, Wut, Ärger in uns erleben, dann können wir uns darüber gewahr sein, dass das genau diese überzogene, also diese beschichteten subatomaren Teilchen sind, die im letzten Laden erleben, aufgeladen worden sind und die sich jetzt einfach entladen. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite hinter dieser Glaswand. Wir haben wie eine Stahlwand aus Glas, die uns absolut sicher macht, so dass wir nicht gefärbt werden von diesen Teilen. Wir können sie sehen, wie sie sich entladen und vergehen. And so any more from here on in Rolf's life or Susanne's life or the life of any one of us, any more anger that erupts from within, anger is no longer considered anger because of this glass steel wall that does not touch us, that does not touch us. We are behind it. Und alles, und jetzt im Leben von Rolf oder Susanne oder irgendjemand von uns jetzt, jede Wut, die auftaucht und hochkocht, ist nicht wirklich mehr Wut, weil wir hinter dieser Glaswand sind und absolut sicher sein können, dass wir nicht berührt werden von diesen Auswirkungen einfach. So we will continue into the science of the Parmanus, the molecular effect, the subatomic particles in the next satsang. We want to send our discharge bhavs, the purest bhavs, to our Mahatma Uwe, who has been on a Germany-wide trip.
sharing Akram Vignan with the other Mahatmas of the area, with the help of the other Mahatmas of the area, with new seekers. And we all want to energize him and everyone else who is helping him, with our highest namaskars to the Shudharma Bhagwan within all of us. See? We want to energize. Wir senden unsere feinsten Supatamahan-Teilchen in die Richtung von Uwe, der jetzt viel unterwegs war in ganz Deutschland und in Treffen neue Suchende auch angesprochen hat und viel getan, viel unterwegs war da dafür. und senden unsere höchsten Ehrerbietungen hier in diese Richtung und alle, die ihn unterstützt haben oder die hier diesen ganzen Prozess unterstützt haben. And Rudiger, I guess it's time for you to sing. If you don't sing the whole one, at least it I was waiting for our singing lessons, yes. Zeit für mich zu singen, ne? Yeah, so, yeah, just you want to start? Can I call you back in 5 minutes? Yeah, fine, thanks, but I call you in 5 minutes, okay? Which one? The anthem. Anthem? Whatever you know of the anthem. Dada is there with you, so. Okay. Meine Zeit ist hier zu singen. Dada ti prakatyu a akram vignan jagat kayan na bhavnu parinam anandavatar nishod praptatayo saj akram moksh alaukika akram mark kunuteyo aj Samsarine moksha damale javakach pragatya dada bhagavan apvaik avtarikyam tayo danya akat vedara jakat kalyan karo Saudivu mokshadnana pamo unniyana antrayotuto Swami saune sharane go Dada bhagavan ma asim de de karo Very good, very good, very good. Shuddharma Bhagavan, very good. Jai Satchidananda, you made it. Very good. We all loved it. Great singing there. Jai Satchidananda to Gottfried Shuddharma Bhagavan and Beate and everybody else there. Shani. All right, from highest namaskars from Rudiger and Shuddha to all of you. Okay, schöne höchste Ehrerbietung, tiefste Verbeugungen von Rüdiger und Schröder an euch alle. And there is a war. Oh, Marion is there. Yes, Marion, Shudat Mabagwan, and Marion Van, we forgot. Now, also, don't make a plea for next Thursday satsang, please. Highest attendance needed there. Also nächsten Donnerstag auch bitte eure Anwesenheit wird sehr gewünscht. So viele wie möglich am Donnerstag Satsang auch dabei zu sein. And so in the next Satsang we will get a report from OVG and how things are happening in Germany, shall we? So with that, Jai Satchidananda Shuddhananda. Okay, gibt bald eine Nachricht von Uwe, wie es läuft in Deutschland. In diesem Sinne, Jai Satchidananda an alle. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, thank you. Thank you.